ihr von eurem Satruid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Grüßerchen. Oh, verdammt. Er schmeckt 2018 so wie in den Jahren zuvor. Und hiermit begrüße ich euch das erste Video 2018. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, seid bereit wie ich für neues Videomaterial. Ja, ich hatte ja zuletzt in dem, in dem vorletzten oder doch davor, auf jeden Fall das Video mit dem lieben netten Yusuf, wo wir das AGF-Ventilier getauscht hatten. Link dafür packe ich euch mal dahin. Und es ging ja um das Thema noch Dieselrücklaufleitung. Die ist an diesem Fahrzeug undicht. Ich habe das kleine Ding hier mal, oder ein defektes, das ist jetzt nicht von dem Motor, ein ähnliches, beziehungsweise baugleiches eigentlich schon. Ja, ist ein baugleiches. Hier handelt es sich ja um einen Ford Focus, Baujahr 2006, 1,6 Liter Maschine TDCi. Und da gibt es viele, viele Fahrzeuge, ob Citroën, ob Peugeot und was weiß der Teufel noch alles, wo diese Motoren eingebaut sind. Und bei diesen Motoren bzw. bei den Injektoren gibt es das Problem, dass oben an diesen Rücklaufleitungen, an diesen Stupsen, dort die Dichtungen mal mit der Zeit undicht werden und dadurch Diesel in die obere Abdeckung vom Motor reinläuft. Da gibt es auch gleich Bilder zu. Das Resultat ist natürlich, dass Diesel verloren geht, erstens, zweitens, es stinkt bestialisch im Fahrzeug nach Diesel nach einer gewissen Zeit, weil das Diesel durch die Hitze vom Motor natürlich irgendwann auch verdampft und irgendwann auch durch die unmittelbare Nähe des Lüftungsschlitzes auch in den Innenraum des Fahrzeugs kommt. Also wenn ihr Dieselgeruch während der Fahrt irgendwo in der Nase so vernehmen solltet, dann kann es an den Injektoren liegen. Wenn dort eine Flüssigkeit schwimmt, kann es aber auch gut bei diesen Fahrzeugen kann es sich um Ödel handeln, was von unten durch die Dichtung, die ja mal auch defekt geht, da ist eine Ringdichtung drum und unten eine Kupferrichtung an dem Injektor und da kann auch eine Undichtigkeit entstehen und das kann eine Brühe aus Öl geben. Da an dieser Stelle bitte relativ fix reagieren, weil wenn dieses Öl mit der Zeit dann oben festpumpt, sich fest verklumpt, kriegt ihr den Injektor ganz schwierig nur noch aus dem Kanal raus oder mit sehr viel Mühe und das muss nicht sein. Also Flüssigkeiten generell da oben reagieren, Freunde. Bei ihm ist es halt so, dass es relativ wenig ist, noch bei diesem Motor, weil er wahrscheinlich nur bei Last ein bisschen pieselt, auf gut Deutsch gesagt, also es tröpfelt langsam. Also das ist wirklich ein Anzeichen dafür, dass es feucht wird. Man sieht es auch, der Unterschied zwischen dem Injektor daneben. Deswegen, Freunde, tut euch mal eben die 20 Sekunden oder zieht euch die mal rein. Hier ein paar Bilder für euch. So, wie ihr auf den Bildern sehen konntet, die Injektor im Vergleich zu einer 24er, also die Dichtung im Vergleich zu einer 24er Nuss ist schon immens klein. Aber wir bauen das jetzt mal zusammen aus. Wie leicht das geht, wie schnell das geht, das zeige ich euch. Nur bitte vorab, seid mit diesen Kunststoffteilen sehr behutsam. Die brechen nämlich gerne ab. Vor allem, wenn es draußen sehr kalt ist, ist Kunststoff sehr, sehr empfindlich. Deswegen, Freunde, ab zum Motor. Hier befinden wir uns an den vier Injektoren. Common Rail System übrigens, das ist immer als erstes sehr sichtlich bei so starren Leitungen. Und ja, bei dem Injektor ist es so, am besten schaffen wir uns ein wenig Platz, indem wir hier die Elektronik abziehen. Dann haben wir schon mal ein bisschen das Kabel zur Seite. Hier liegt zum Glück der Verursacher außen, aber wenn das irgendwo hier in der Mitte ist, dann nimmt ruhig die Stecker ab, damit ihr hier besser drankommt. Also, wir haben hier auf der Seite endet ja das Stück, das heißt, die Leitung geht nach links und haben hier dementsprechend noch mehr Freiheit. Der ist undicht, das ist eindeutig sichtbar, er ist so leicht feucht und man sieht ja unten, wie auf dem Bild gesehen, hat man ja die Pfütze auch gesehen. Wir haben hier so eine Art Schelle, die ziehen wir einfach ab, das ist so eine Klammer mit einer Spitzzange. Die wird einfach rausgezogen und man sieht schon, hier sind zwei, ja so nach innen gewölbte Nasen, die dann dort den Injektor, die Rücklaufleitung fixieren. Die packe ich mal kurz zur Seite. So, dann können wir eigentlich ganz einfach mit zwei Fingern den Injektor, die Rücklaufleitung packen und sehen schon, wenn wir jetzt mal hier, ich hoffe, der Kameramann, mein Assistent, kann das gut aufnehmen. So, warte, kann man das gut sehen? Man sieht also, von der Materialstärke im Vergleich zu dem neuen ist das ein Witz. Also das ist offensichtlich, warum hier eine Undichtigkeit herrscht.
Und dementsprechend können wir jetzt mit einem Schlitzschraubendreher diesen Injektor, die Dichtung meine ich, hier etwas abziehen. Also über, ganz vorsichtig natürlich, über den Rand drüber ziehen. Ist eine relativ knifflige Angelegenheit, aber ihr müsst hier auch nicht behutsam sein, weil das ja eine alte Dichtung ist. Versucht nur nicht, das Kunststoff irgendwie zu beschädigen. So, fast hatte ich ihn schon. Naja, der sitzt relativ... So, jetzt habe ich ihn. So, und jetzt kommt die neue Dichtung drauf. So, einmal mit den Fingern vielleicht mal. Das ist einfach nur Diesel, was jetzt hier so ein bisschen so feucht ist. Dann achtet drauf, wenn ihr die neue Dichtung drauf stülpt, dass diese auch sich nicht verdreht in sich. Sonst kann es passieren, dass die Dichtung auf einer Seite so stramm ist, dass sie nicht mehr abdichtet. Dreht diese vielleicht in der Fassung einfach wie so ein Uhrwerk an einem Armband und schon habt ihr die Gewissheit, dass diese ganze Geschichte dicht ist. Ja, die neue Dichtung ist nun drauf. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert und wir können wieder hier alles reinstecken. Beim Reinstecken muss ein markantes Knacken zu hören sein, wie hier zuvor zum Beispiel. So, das ist die Bestätigung, dass die Dichtung, beziehungsweise durch die Dichtung knackt das so ein bisschen. Und wir können nun den Bügel so mit unserer Zange wieder drauf geben und genau an den Stellen, wo wir, beziehungsweise nehmt euch als Leitfaden auch die anderen, wie tief er drin sitzen muss. Hier sitzt er perfekt auf Anhieb und wir sind schon durch. Das war das Wechseln der Dichtung vom Injektorrücklauf. Hier wieder den Stecker drauf und schon sind wir fertig. Ich würde sagen, wieder zurück nach vorne. Ja, Freunde, wie man sieht, eine ganz, ganz schnelle Geschichte. Das Wechseln des Injektorrücklaufs bzw. dieser Dichtung dauert keine 5 Minuten. Es ist eine Spitzzange vonnöten und vielleicht, um den kleinen Kollegen über den Ring zu hieven, einen Schraubendreher. Und das war es auch schon. Kosten tut ein Set komplett für alle 4 Injektoren ungefähr 6,99 bei Ford. Und ja, wie man sieht, ist es schnell erledigt und kostet halt nicht viel. Achtet bitte drauf, wenn ihr dann Diesel habt in dem Bereich, wenn also was ausgelaufen ist und unten schwimmt das Diesel. Ihr könnt mit einem Schraubenzieher und einem ganz normalen herkömmlichen saugstarken Tuch, vielleicht irgendwie Zewa oder so von der Küche, könnt ihr einfach in diese Kuhlen reinstechen und den Diesel einfach aussaugen oder mit dem Tuch aufsaugen, sodass ihr dann alles erstmal rein habt. Das ist auch für euch eine Kontrolle, dass hier nichts nachkommt. Wenn ihr dann irgendwie 5 Kilometer gefahren seid und dort ist wieder eine Pfütze, dann ist noch woanders eine Quelle, eine Undichtigkeit. Und da müsst ihr dann nochmal bitte prüfen. Ansonsten würde ich sagen, ist das Video hier erstmal zu Ende. 2018 hat angefangen, Freunde. Wir machen wie üblich natürlich weiter. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, bei Fragen einfach wie immer, auch jetzt in 2018 in die Kommentare. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Ist natürlich auch eine Menge an Menschen dazu gekommen. Ich hoffe, ich packe das alles noch. Ansonsten in diesem Sinne, auf euch, Freunde, einen Abschlussschluck. So, ich werde jetzt noch ein bisschen den Diesel abtupfen und dann kommt die Haube zu und das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Mr. Duit. Ciao.